herzlich willkommen zur nächsten Folge der Gesprächsreihe mit dem Politiker Michael Kauch. Heute schaue ich mal, was ein Bundestagsabgeordneter so macht, wenn er nicht gerade politisch aktiv ist. Dazu besuche ich ihn im Fitnessstudio. Kommt mit! Heute besuche ich dich ja im Fitnessstudio. Sport ist eines deiner wichtigsten Hobbys. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Wieso ist das so wichtig für dich? Naja, wenn man viel im Büro sitzt oder in Sitzungen, dann braucht man auch mal einen Ausgleich, Bewegung und vor allen Dingen muss man was zum Rücken tun und das mache ich hier. Und deshalb ist das fester Bestandteil meines Wochenplans. Und hast du noch andere Hobbys? Naja, ich versuche so viel wie möglich zu verreisen, weil wenn ich mal Zeit habe, dann muss man von zu Hause weg, sonst sitzt man doch am Laptop oder ist im Büro. Und deshalb verreise ich gerne und ich habe einen kleinen Afrika-Tick, versuche immer wieder ein neues afrikanisches Land zu entdecken. Und wenn du mal frei hast und nicht gerade verreist, wie sieht dann dein Alltag aus? Na, ganz normal wie bei jedem anderen auch. Familie, Freunde treffen, einfach mal ausspannen. Ganz normal halt. Und wie muss ich mir das vorstellen? Musst du da auch im Anzug rumlaufen oder wie gehst du morgens zum Bäcker? Zum Bäcker bin ich bisher noch nicht im Anzug gegangen. Also ganz normal Jeans, T-Shirt wie jeder andere auch. Hast du noch Haustiere? Ja, wir haben zu Hause brasilianische Pfeilgiftfrösche. Und die sind ein bisschen bunt und exotisch und sehen einfach sehr schön aus. Ist ja auch ganz praktisch vor der Wahl jetzt, um die Konkurrenten vielleicht so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Mal abgesehen davon, dass wir sie mit Argumenten aus dem Feld schlagen werden, sind diese Frösche auch dafür nicht mehr geeignet, weil die kriegen das falsche Futter, keine Ameisen, sondern Fliegen und deshalb sind die nicht mehr giftig. Na dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Trainieren. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Bis bald. Gerne. Woo!